hier absolut zufrieden wäre mit dem Punkt. Hier gibt es nochmal Diskussion. Irgendwas in Richtung Publikum. Leroy Quadvo, der Stadionsprecher, sagt das auch gerade durch. Es hat, so sieht es aus, vermutlich von der Tribüne hässliche Rufe gegen Leroy Quadvo gegeben. Aber ich finde es auch gut, dass Rafalski, die Schiedsrichterin, auch zu ihm geht, redet auf ihn ein, beruhigt ihn vielleicht nochmal und dann zu sagen, wir klären das dann nach dem Spiel. Ja. Und es sieht auch nicht so aus, dass die anderen Fans, die wirklichen Fans von Preußen Münster, demjenigen, der das getan hat, das durchgehen lassen, ja, haben auf ihn gezeigt